Ja, also, ihr seht es wieder, da kommt man an den Fluss, erste Session des Jahres und innerhalb kürzester Zeit läuft ein Fisch und danach einfach nichts mehr. Der Lärm ist hier unglaublich. Könntet ihr euch vorstellen, hier unten zu schlafen? Das habe ich jetzt schon einige Male getan, wie dem auch sei. Lasst uns ein wenig zur Geschichte zurückkehren. Im Frühjahr 21, also im letzten Frühjahr, war ich auch einige Male alleine unterwegs und all das war auch nicht selbstverständlich. Alles in allem konnte ich also in diesen ersten 13 bis 15 Nächten wirklich eine Menge lernen. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis war, sorgt dafür, dass ihr so oft wie möglich am Fluss angeln könnt und sorgt auch dafür, dass ihr Leute vor Ort habt, die ihr anrufen könnt, um zu fragen, wie läuft es, in welchen Sektoren werden Fische gefangen, wie ist das Wasser gerade, ist es trüb. Man wird hier kaum einen Fisch bringen oder sich drehen sehen. Es ist deshalb sehr schwierig herauszufinden, wo die Fische sind. Wenn ihr also nur ein- oder zweimal im Monat fischen könnt, könnt ihr es eigentlich gleich vergessen, an einem Fluss wie diesen erfolgreich zu angeln. Nach der ersten Session mit Wessel wurde das Wetter bald besser und dann gab das, ist, glaube ich, nicht so gut für die Karosserie. Das läuft doch, das läuft. So Leute, ich bin angekommen am neuen Spot. Ein wirklich schöner Platz, an dem die Maas tatsächlich einen Bogen macht. Das heißt, der Strom wird hier tatsächlich hinten durchgeschoben. Und wir werden ein weiteres großes Abenteuer mit nicht weniger als 2 Nächten erleben. Dies ist die 2. Session des Jahres und ich möchte euch nun zeigen, wo ich auspacken werde. Eine Stelle, die ich letztes Jahr nicht befischt habe, die ich mir aber damals schon angeschaut hatte. Und das Tolle ist, das Wasser fließt hier nicht so schnell. In den vergangenen Wochen hatten wir ohnehin viele kalte Tage. Das ist noch nicht der richtige Frühling, von dem man träumt. Jedenfalls befinden wir uns auf einer Strecke, die 150 bis 200 Meter breit ist. Das ist gut, denn das bedeutet auch, dass es hier nicht so schnell fließt. Denn je schmaler der Fluss ist, desto mehr Strömung gibt es. Es ist jetzt 19.30 Uhr, ich werde bis mindestens morgen früh hier an dieser Stelle bleiben. Wenn hier was passiert, werde ich auch hier bleiben, ansonsten kann ich jederzeit die Stelle wechseln. Jetzt heißt es aber erstmal feuerfrei, Ruten ins Wasser und dann geht's los. Und ich muss noch rechts schnaupen und dann die Hengels in. Let's go. Heilige Scheiße! Ich habe gerade die Kamera eingeschaltet. Ich glaube nicht, dass es ein Karpfen war. Ich weiß nicht einmal, ob er drauf ist. Okay, Leute. Ich glaube fast, es war ein Raubfisch, der hier gerade hochgekommen ist. Okay, was ich tun werde. Ich bin auch so ein Idiot. Ich habe den ganzen Tag zu Hause gearbeitet und es war ziemlich viel los. Es war Jens Geburtstag. Und an einem solchen Tag schaue ich etwa 30 Mal auf mein Telefon. Und wenn ich das nicht so oft gemacht hätte, dann müsste ich jetzt keine Vorfächer binden. Aber darüber lässt sich hinterher immer gut reden. Ich werde ganz, ganz simpel fischen. Ich werde eine Rute mit Doppelboilie fischen, 2 20 mm Krills, die wie ein Schneemann übereinander stehen. Und dann natürlich auch noch eine normale Schneemann-Präsentation. Das Boot liegt bereits drin, aber es ist etwas Schreckliches passiert. Ich habe zwar ein Echolot dabei, aber ich habe die Batterie für das Echolot auf dem Futterboot angebracht und mein Futterboot habe ich Nils van Voorn geliehen. Nils hatte das Glück, während seines Frühjahrsaufenthalts in Frankreich einige sehr schöne Fische zu fangen. Wie auch immer, die Sache ist die, dass ich nicht wirklich sehen kann, wie tief es ist. Aber das ist halb so schlimm. Ich fische eh nur eine Rute in der Rinne, eine vor den Füßen und eine Richtung Warmwasserausfluss. Ich hoffe zumindest, dass es Warmwasserausfluss ist. Ja Leute, wenn man in der Maas in der Nähe eines Abwasserkanals fischt, bekommt man das. Toilettenpapier mit einem sehr hohen Bakteriengehalt. Ich frage deshalb jetzt meinen Angelkumpel, würdest du mir das abmachen? Leider. Richtig lecker. Also ja, Leute, ich gebe jetzt Gas und dann sind die Ruten gleich drin. Schön, nicht wahr? Da sind wir wieder.
Nun Leute, das ist wirklich fantastisch. Ende April, eine herrliche Temperatur. Es ist nicht so, dass man sagt, ich ziehe mir mal ein T-Shirt an, aber nur im Pullover ist es schon in Ordnung. Ich lege 3 Routen aus und alles wird gut. Los geht's. Es ist schon ein bisschen anstrengend, aber egal, wir sind im Spiel. Und jetzt zurück in die kleine Furzmolle.